Meine Damen und Herren, ich habe eine gute Nachricht für Sie, denn ich prognostiziere, dass die Gaspreise wie auch die Strompreise fallen werden, dass wir also absehbar tiefere Preise sehen. Da zahlt sich aus, dass manche ja über mich sagen, der ist immer bärisch, diesmal bin ich bärisch für Gas- und Strompreise. Warum will ich in diesem Video zeigen? Das ist aber für uns eine gute Nachricht, wenn es denn so kommt. Ich lehne mich damit ein bisschen aus dem Fenster, aber es gibt charttechnische Gründe, oder sagen wir mal Vernunftgründe, denn blickt man in die Geschichte von Charts, dann sieht man oft Fahnenstangencharts, also Charts, die so ganz normal laufen und plötzlich geht es so nach oben. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wie etwa eine Amazon, also eine Garagenfirma, die klein anfängt und dann plötzlich zu einer absoluten Weltfirma wird, ihren Markt komplett dominiert. Aber das sind absolute Ausnahmen. Hier haben wir es ja mit Märkten zu tun, etwa Gas und Strom, die es schon viele Jahrzehnte gibt, die ja jetzt sozusagen nicht etwas Neues erfinden oder irgendwie etwas Disruptives machen, was Amazon gemacht hat. Das ist ja hier nicht der Fall. Also das ist das erste Argument. Und das zweite Argument ist ein fundamentales Argument, das denke ich auch sehr zwingend ist, warum die Strom- und Gaspreise nach unten kommen. Aber es fing heute ganz anders an. In Deutschland, der Strompreis das erste Mal über 1000 Euro pro Megawattstunde gestiegen, und zwar die an der Börse gehandelten Power Prices for Next Year, das sind also Future-Kontrakte, wenn man so will. Hier sehen wir einen solchen Fahnenstangen-Chart vom allerfeinsten, also heute über 1000 Euro. Der Durchschnitt zwischen 2010 und 2020 waren 41 Euro, also mehr als verzwanzigfachte die Preise. Normal geht das jetzt so weiter? Ich glaube nicht. Gleichzeitig heute, und das war das Interessante, kam mit Eröffnung des Marktes heute beim Gaspreis TTF Future sofort Druck in den Markt, nachdem Habeck am Sonntag gesagt hat, guckst du, unsere Gasspeicher, die sind schon über 80% gefüllt, also da muss nicht mehr so wahnsinnig viel rein. Wir können ja mit vollen Gasspeichern etwa 2,5 Monate hinkommen, gesetzt den Fall, es kommt überhaupt kein neues Gas mehr an, also sowohl von den Russen nicht, als auch aus Norwegen nicht, aus Holland nicht oder wo auch immer. Das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass wir da überhaupt nicht mehr in der Lage wären, sozusagen Gas zu beziehen. Dementsprechend dürfte es so sein, dass wir absolut in der Lage sein werden, diesen Winter zu überstehen, ohne jetzt wirklich zu frieren. Was war heute beim Strompreis los? Da ist Javier Blas mit interessanten Aussagen. Er sagt, Margin Calls driving trading. Liquidity is extremely low. Also wir haben einen Markt mit relativ geringer Liquidität. Wenn man sich etwa mal den TTF September Future anschaut, das ist jetzt der Gaspreis Future, der meist gehandelte, der hat 14.000 Kontrakte. Das ist extrem wenig. Wenn man sich mal etwa den E-Mini S&P Future anschaut in den USA, da haben sie teilweise das Hundertfache eines solchen Volumens. Also wir haben auf jeden Fall auch im Strommarkt an der Future-Börse eine sehr geringe Liquidität. Jetzt sind da Margin Calls. Was ist passiert? Also Anbieter, die Strom erzeugen, die sichern sich teilweise ab, indem sie zum Beispiel short auf den Strompreis gehen. Warum? Wenn der Strompreis fällt, dann haben sie ja Nachteile dadurch, weil sie ihren Strom zu weniger hohen Preisen verkaufen können. Aber das können sie kompensieren, indem sie short mit Börsenkontrakten sind und damit von fallenden Preisen an der Börse wiederum verdienen, sodass sie ihr Risiko nivellieren, abhatchen, könnte man sagen. Ähnliches macht etwa die Lufthansa mit Kerosin. Da ist man long auf Kerosin, um steigende Kerosinpreise, die die eigenen Kosten erhöhen, eben zu kompensieren, indem man dann praktisch an der Börse mit steigenden Kerosinpreisen wieder Gewinne macht. Dann gab es Berichte, dass Unternehmen in den nächsten 24 bis 48 Stunden unter Druck kommen könnten, solvent zu bleiben, auch eben aufgrund dieser Margin Calls. Was ist da passiert? Die Margin Calls brauchen eben eine gewisse Margin, eine Sicherheitshinterlegung. Jetzt sind die short gewesen, diese Stromanbieter. Dann geht der Preis nach oben. Dann kommt der Broker und sagt, oder das Clearinghouse und sagt, du musst größere Sicherheiten hinterlegen, denn dein Short-Kontrakt, der ist unter Wasser. Und so musste der ein oder andere vielleicht diesen Short-Kontrakt praktisch absichern. Und das hat dann die Rallye abrupt beendet. Es gibt Überlegungen, diese Art des Marktes abzuschaffen, den Forward Electricity Market abzuschaffen, denn es kam dann auch die Meldung, die EU plant jetzt ein Krisentreffen am 9. September, da will man sich
dieser Themen annehmen, will alles tun, damit der Strompreis nicht weiter durch die Decke schießt. Gestern hatte ja schon, oder heute Morgen hatte Robert Habeck ja gesagt, wir arbeiten an einem neuen Modell für den Strommarkt. Da ist unter anderem ja dieses Merit-Modell in der Kritik, das dafür sorgt, dass der teuerste Anbieter im Grunde den Preis setzt bei den Stromerzeugern. Und das sind derzeit eben die Gaskraftwerke, weil Gas eben so teuer ist. Was ist passiert, als die Meldung kam, ja, da wird jetzt am 9. November diese Konferenz stattfinden, dieses Krisentreffen stattfinden der EU. Bums, die Preise für Elektrizität, für Strom, der Strompreis ist massiv gefallen, sowohl in Deutschland von 1000 auf wieder knapp unter 800, als auch in Frankreich ging es mit den Preisen nach unten, die sich ja vervielfacht haben in letzter Zeit. Auch hier sehen wir mal diesen Fahnenstangencharakter dieses Charts. Und irgendwie hat sich das schon angekündigt. Wir hatten schon vor dem heutigen Montag, schon Ende letzte Woche, so eine Art Entkoppelung zwischen Gaspreis und Strompreis. Die Strompreise immer weiter gestiegen. Die Gaspreise ist nicht so stark gestiegen. Normal sind die schon relativ parallel laufend, weil zusammenhängend. Man verfeuert ja zum Beispiel Gas, um Strom zu erzeugen. Also irgendwas stimmte da nicht. Heute sehen wir dann, ich hatte es vorhin angesprochen, dass der Gaspreis Dutch TTF deutlich gefallen ist auf 280, zwischenzeitlich über 20% im Minus, eben weil jetzt klar ist, naja, so viel brauchen die Deutschen nicht mehr, die ja so unglaublich vorausschauend sind in ihrer Energiepolitik. Und natürlich, Liquidität ist dünn an diesen Märkten, da kann es Ausschläge in die eine oder andere Richtung geben, aber ich bleibe dabei, dass wir solche Fahnenstangencharts immer kollabieren sehen. Das fing mit den Tulpenzwiebeln an im 17. Jahrhundert oder was, das 18. weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube das 18. war es. Und das setzt sich immer wieder fort, wenn, wie gesagt, etablierte Märkte, nicht komplett neue Märkte, wenn etwas komplett Neues entsteht, dann gibt es die Möglichkeit, dass das wirklich dauerhafter ist, dass wir solche Fahnenstangencharts sehen, die in irgendeiner Form dauerhafter sind oder zumindest mal korrigieren, aber dann wieder etwas nach oben machen. Einen davon werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber wenn wir uns jetzt mal fundamental die Situation anschauen, dann haben wir ja gerade beim Strompreis, etwa in Frankreich, die Situation, dass die Franzosen zu wenig Strom produzieren, eben weil die Wasserstände aufgrund der Hitze und Dürre zu gering sind. Aber das Wetter wird irgendwann sich ändern. Da wird wieder Regen fallen, es wird kühler werden, dadurch der Strombedarf sinken. Also ist eine Frage der Zeit, bis die Franzosen dann auch manche Atommeiler vielleicht wieder repariert haben. Die kommen dann wieder ans Netz, dann wird wieder mehr Strom produziert. Und wenn wir jetzt mal zum Gas kommen, etwa hier nach Deutschland, reden in Niedersachsen, da sehen wir mal den Unterschied zwischen der Gasbefüllung jetzt im Vergleich zum Vorjahr 2021 sind wir da ziemlich blank reingegangen in diesen Winter, aber war ja alles schick, Ukraine-Krieg hatte nicht angefangen, die Russen haben geliefert, jetzt liefern die Russen weniger. Also sind wir mit German Angst und German Vorsorge so weit, dass wir sagen, ja, okay, dann lass uns lieber hier komplett absichern. Genau das ist passiert, also wir sind deutlich besser equipped sozusagen als noch vor einem Jahr. Wo kommt jetzt eigentlich das Gas her, das wir beziehen? Im April diesen Jahres noch 34% aus Russland, ansonsten Niederlande, Norwegen, sehr wichtige Lieferanten. Jetzt im August oder auch im Juli ist der Anteil des russischen Gases auf 10 bzw. jetzt im August bisher auf 9% gefallen. Dagegen sehen wir gerade Niederlande 32% und 34%, Norwegen 31%, 38%, die anderen 20% und 23%. Also wir sehen, dass das russische Gas gar nicht mehr die ganz große Rolle spielt, weil wir eben zu natürlich sehr teuren Kosten dieses Gas, vor allem Flüssiggas aus den Niederlanden oder über die Niederlande und aus Norwegen beziehen und jetzt auch noch ein bisschen inländische Förderung haben, die allerdings jetzt nicht gerade gewachsen ist. Die Krise ist da, das hat sich heute gezeigt, etwa die Stadt Wien, die braucht Milliarden Notkredite, weil der eigene Energieversorger, der im städtischen Besitz ist, riesen Milliardenlücken hat. Wir haben Uniper, die heute gesagt haben, wir haben jetzt den KfW-Kredit voll ausgeschöpft, wir brauchen weitere 4 Milliarden. Also der Druck auf die Politik wird immer größer, ihr müsst da etwas tun, wir müssen etwas tun, sagen sich jetzt auch die Herrschaften und Uschi
Von der Leyen hat das heute auch verkündet. Hier sehen wir nochmal diese Fahnenstangenchart, Gas wie auch Strom, hier in einem Chartvergleich, den wir hier sehen. Das ist nicht wirklich normal. Wie gesagt, weder Gas noch Strom hatten auch nur ansatzweise solche Bewegungen. Jetzt haben wir natürlich den Ukraine-Krieg, keine Frage. Wir haben jetzt extremes Wetter, auch keine Frage, aber vielleicht geht irgendwann auch der Ukraine-Krieg vorbei, keine Ahnung. Das ist weniger das Thema, als dass sozusagen jetzt das Wetter sich dann wieder ändern wird. Und hier sehen wir nochmal den 7-Tages-Durchschnitt der Gasinjektionen in deutsche Gasspeicher. Booms, neues Allzeithoch, by the way. Also wir kommen über den Winter, weil, wie gesagt, selbst wenn aus Russland gar nichts mehr kommt, da wird er jetzt Nord Stream 1 wieder repariert, in Anführungszeichen, ab Mittwoch, dann würden wir in der Lage sein, über Niederlande, Norwegen etc. Gas zu beziehen. Ich hatte vorhin von Fahnenstangencharts gesprochen und hier haben wir aber etwas, was nicht seit Jahrzehnten ein etablierter Markt ist, nämlich Bitcoin also. Hier sehen wir immer wieder diese Fahnenchartbewegungen, Booms rauf, dann massive Korrektur nach unten, aber dann wieder nach oben. Ein typischer Fahnenstangenchart, der geht einmal nach unten und bricht dann unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Hier haben wir etwas anderes, weswegen sozusagen Bitcoin noch mit der seriöseste Fahnenstangenchart ist, den Sie finden können. Der Chart übrigens von Capital.com, meine Damen und Herren. Also das ist zumindest ein interessantes Phänomen, da ist die Prognose deutlich schwieriger. Kommen wir jetzt mal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Jetzt sehen wir hier den Verlauf des S&P 500 und wir sehen, es ging eigentlich immer nach oben dann, wenn die Geldpolitik locker gewesen ist, Zinssenkungen, Unlimited QE, also Anleihekäufe. Jetzt, seit November letzten Jahres, ist klar, die Fed steuert um. Paul hat ja hier ein bisschen die Laune verdorben am Freitag. Jetzt betreiben wir im übergeordneten Sinn Quantitative Tightening, also Zinsanhebungen und vor allem die Reduktion der Bilanzsumme der Notenbanken. Wir haben derzeit eine sehr hohe Korrelation eben zwischen dieser Geldpolitik und den Märkten. Deswegen ist es nicht so leicht für diese Aktienmärkte. Jetzt sehen wir mal hier die Erwartungen der Fed Fund Futures. Und wir sehen, dass sich nach der Rede von Jerome Powell sich das deutlich, deutlich verändert hat. Vorher sind die Märkte ja davon ausgegangen, ja, die werden in 2023 beginnen, die Zinsen zu senken. Und dann sind wir schon bald wieder viel, viel niedriger bei den Zinsen. Diese Kurve hat sich jetzt deutlich, deutlich abgeflacht. Man geht davon aus, dass wir Januar 2024 dann immer noch bei 3,5% Zinsen sind. Das, wie gesagt, nach der Rede von Jerome Powell. Megan Swiper von der Bank of America sagt, ja, die Fed wird trotzdem früher oder später die Zinsen senken, denn es ist so, dass eben die Wirtschaft sehr schnell abschmieren wird, so die Dame. Jetzt schauen wir uns mal den S&P 500 im Chart an. Manche sagen, ja, das war ja Kaffeesatzleserei, meine Damen und Herren. Nein, wenn Sie das nicht mit einbeziehen, ich sage nicht, dass es das Allheilmittel ist, aber wenn Sie das komplett außen vor lassen, und zwar nicht nur Charts, sondern auch Indikatoren, MACD, RSI, Bullish Percentage Index etc., dann stochern Sie im Grunde im Dunkeln, das darf ich Ihnen mal sagen. Und das tue ich persönlich nicht so gerne, sondern ich versuche, möglichst viele Informationen, möglichst gute Wahrscheinlichkeiten zu suchen. Hier sehen wir den S&P 500. Und wir sehen eine potenzielle Schulterkopf-Schulterformation im S&P mit dem Ziel 3900 Punkte. Da wäre also noch etwas Luft nach unten. Wir haben ja am Freitag einen Fall von mehr als 3% gesehen im S&P 500. Und normalerweise durchschnittlich geht es dann, wenn es an einem Freitag so deutlich nach unten geht, an einem Montag, dem kommenden, dem folgenden Montag, dann nochmal durchschnittlich 1,5% nach unten. Und dann folgt meistens am Tuesday, am Dienstag der Turnaround. Mal sehen, wie es diesmal mal aussieht. Insgesamt kommen wir jetzt in eine schwierige saisonale Periode. Wir sehen, der September ist mit Abstand der schlechteste Börsenmonat. Untere Grafik saisonal gesehen. Es kann immer anders kommen, das ist ja keine Frage, ja, aber durchschnittlich sehen wir das. Und oben sehen wir mal den September in Midterm Elections, gerade wenn die Demokraten an der Macht sind. Das ist das Allerschlechteste, ob es diesmal so kommt, wie gesagt. Aber zumindest die Saisonalität ist ungünstig. Und wir haben nach wie vor ein ziemliches Gap zwischen dem Nasdaq und den Rate Hike Expectations, also den Zinsanhebungserwartungen. Jetzt wird man natürlich achten auf die nächsten Inflationsdaten. Da sehen wir, dass solche Dinge wie Gebrauchtwagen deutlich gefallen sind, aber eben solche Sachen wie Shelter
Service Prices, also Unterkünfte, Mieten etc., Servicepreise, die sind deutlich nach oben gegangen. Das macht die ganze Geschichte schwierig. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in Ruhe lasse. Strompreise. Da mal ein paar interessante Details zu dem, was Uschi hier gesagt hat, was andere sagen, was man jetzt tun muss, um die Strompreise nach unten zu kriegen. Das geht uns ja alle an, das ist ja für alle wichtig. Deswegen erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, nachdem ich also versuche jetzt hier Optimismus zu betreiben, nämlich dass die Gas- und Strompreise fallen, dann ein bisschen Pessimismus, das muss sich ja alles ausgleichen, und zwar Markus Krall und Marc Friedrich über den Abgesang des Euros. Das ist die zweite Empfehlung, schauen Sie sich diese Herrschaften mal in Frieden an, da ist sicherlich Interessantes dabei. Zwei Empfehlungen, jetzt empfehle ich mich wieder und sage Servus und Ciao.